dass wir so lange Cheeseburger essen müssen, bis wir einen legendären Brawler bekommen, Leute. Da seht ihr das, Digga. Alter, ich hab so viele Cheeseburger, Leute. Digga, ich krieg den kaum noch runter, Mann. Mir ist echt schlecht. No joke. Mir ist sehr, sehr schlecht gerade. Ich trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, oh mein Gott, heute gibt es auf jeden Fall mal eine ultra krasse Challenge. Sowas habe ich noch niemals auf meinem Kanal bisher gemacht. Das ist auf jeden Fall ultra krass, Leute. Ihr seht schon, der Account heißt Cheeseburger und ja... Leute, ich habe hier auf jeden Fall den ein oder anderen Cheeseburger am Start tatsächlich. Ich habe unglaublich viele am Start. Ich zeige euch das einfach mal. Und zwar habe ich hier nochmal meine zweite Cam. Da seht ihr das, Digga. Alter, ich habe so viele Cheeseburger, Leute. Ich glaube, das sind irgendwie über 10 Stück oder so. Also, ich habe extra nur so viele gekauft, wie ich auch wahrscheinlich schaffe. Weil, ja, ich will ja hier auch keine... verschwenden. Und zwar geht es in diesem Video eben darum, dass wir so lange Cheeseburger essen müssen, bis wir einen legendären Brawler bekommen, Leute. Ich weiß, das ist auf jeden Fall geisteskrank viel. Wie habe ich das genau gemacht, Leute? Ich habe mir das so gedacht. Ich werde jetzt erstmal die vorgegebenen Brawler ziehen, weil das ist ja klar. Die kommen immer, ne? Also 2 Seltener und 1 Super Seltener, das geht gar nicht anders. Deswegen machen wir das jetzt schon mal. Und natürlich gerne auch Creator Code Lukas eingeben, Leute. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ich sowas häufiger machen soll mit so Essens-Challenges oder so. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall ein bisschen weird. Ich habe sowas auch noch nie gemacht, Leute, aber fand es eigentlich ganz witzig und ich habe eh Hunger gehabt und habe mir dann Cheeseburger geholt. Also erstes Barley, wie gesagt, ihr wisst, in der ersten, dritten und fünften Megabox ist halt immer vorgegeben. Das heißt, die zählen auf jeden Fall nicht mit rein, weil da geht es ja nicht um Glück oder so. Und dann werden wir es so machen, sobald wir jetzt den super seltenen haben. Immer wenn ich 2 Brawler ziehe, die kein legendärer sind. Okay, jetzt haben wir den super selten, das heißt, jetzt ist alles offen. Immer wenn ich 2 Brawler ziehe, die kein legendärer Brawler sind, muss ich dafür einen kompletten Cheeseburger essen. Also, wenn ich Pech habe, muss ich alle Cheeseburger wirklich essen. Digga, dann platze ich wahrscheinlich komplett, Leute. Ich habe gar keinen Plan. Aber am Anfang jetzt habe ich ehrlich gesagt schon Bock, muss ich schon sagen, ja. Und bitte macht das nicht nach, Leute, weil das ist vielleicht ein bisschen viel auf einmal und ein bisschen ungesund. I don't know. Würde ich euch vielleicht nicht unbedingt empfehlen. Wir haben schon mal Penny, okay. Das heißt, wenn wir jetzt noch den zweiten ziehen, der nicht ein legendärer ist. Leute, 2 verbleibende. Oh mein Gott, 7. Lol, hier sind 2 drin. Und Poco, okay. Das bedeutet, ich muss jetzt schon mal einen kompletten Cheeseburger essen. Leute, ich würde sagen, das hier ist einfach mal der erste, den ich jetzt hier auspacken werde. Jetzt gibt es hier Mashallah Pack Opening, Leute. Der erste Cheeseburger wird jetzt am Start sein. Boah, Mashallah, Leute. Sehr geil. Und let's go. Mhm. Ja. Die sind auch gut warm, weil es gerade eben erst war. Auf jeden Fall ist jetzt hier auch ein Cheeseburger-Counter im Bild. Also wie viel ich bereits schon gegessen habe. Das ist der erste Cheeseburger. Mhm. Wir drücken auch erst gleich die Box, wenn ich den Cheeseburger aufgegessen habe, weil wenn hier schon legendärer drin ist, dann habe ich ja schon gewonnen. oh Mann, was mach ich, ey? Was mache ich schon wieder? Ich habe mich auch dezent komisch angeguckt, als ich gesagt habe, dass ich 10 Cheeseburger haben will, übrigens. Ich glaube, Leute, wenn ich Hunger habe, was ich maximal an Cheeseburgern essen könnte, also wäre so... Also so, das ist noch nice, das ist so 4 vielleicht, 4 bis 5 maximal. Und der Rest danach ist halt eigentlich wahrscheinlich zu viel, aber egal, mal gucken. Es wird auch nichts weggeworfen, Leute, keine Sorge. Also alle Cheeseburger werden aufgegessen, auch wenn es ein bisschen später jetzt notfalls ist. Genau, weil ich will ja natürlich nichts verschwenden. So, Das ist der letzte Bissen, oder? Was meint ihr, Freunde? Kommt jetzt auf den nächsten Brawler drauf an. Wenn der wieder nicht legendär ist, muss ich einen weiteren Cheeseburger sofort essen. So, let's go. 5 verbleibende. Okay, was wird der nächste Brawler sein, Leute? Oh, no! Oh mein Gott, Colette, Leute. Okay, das heißt, Colette ist natürlich nicht legendär. Das bedeutet, der nächste Cheeseburger muss her. Das wird der nächste sein, den ich hier auspacke, Leute. Auf entspannt machen wir hier mal schön wieder Pack Opening. So, auf jeden Fall
Ihr müsst halt, ja, müssen wir halt beide Kamerasichten mit einbauen, sonst ist das ein bisschen komisch. Also auf jeden Fall das der nächste Cheeseburger, Leute. Und übrigens, an jedem Cheeseburger auf jeden Fall besser bei Magus, ja. Also generell Magus besser als Burger King, meiner Meinung nach. Aber ihr könnt mir eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und let's go, Freunde. Mhm. Da ist sowas rausgedroppt, aber egal. Mhm. Okay, Cheeseburger Nummer 2, Leute. Der Counter ist am Start. Wir können ja schon mal bis zur nächsten blinkenden 1 vor, hätte ich gesagt. Ich habe jetzt extra noch nicht so viele Gems aufgeladen, weil ich weiß noch nicht, wann der legendäre kommt. Oh mein Gott, 2 neue Brawler. Oh mein Gott, okay Leute. Da ist jetzt die Frage, wenn einer von diesen Brawlern legendär ist, bin ich durch. Wenn nicht, muss ich einen weiteren Cheeseburger essen. Oh mein Gott, Mann. Okay, der zweite ist aber erstmal weg. So. Mhm, sehr gut, sehr gut. Okay. Also der erste safe nicht legendär. Falls doch, heißt dieses Video nicht so, dann heißt es 2 legendären, 1 Megabox gezogen. Und der erste. Oh, Bell. Mhm. Alter, ich hoffe jetzt for real. Also entweder legendär oder halt sowas wie super selten oder episch. Weil wenn jetzt ein mythischer kommt, drop die Chance für den legendären. Das wäre gar nicht gut. Digga, ich habe gerade einen Cheeseburger gegessen. Jetzt, Digga, bitte nicht nochmal. Oh! Alter, doppelchromatisch, Digga. Das heißt, ich muss schon wieder den nächsten Cheeseburger essen, Digga. Das ist Nummer 3. Ich muss ehrlich sagen, für so einen Snack für zwischendurch bin ich jetzt schon satt sogar. Aber von den 2 Cheeseburgern eigentlich, ja, es geht zwar noch so, aber eigentlich viel mehr hätte es ehrlich gesagt auch nicht sein müssen. Aber egal. Der nächste Cheeseburger kommt, Leute. Sorry, falls es ein bisschen unsichtbar ist. Aber der Cheeseburger, den sieht man auf jeden Fall gut. Auf jeden Fall, ja. Geht's hier mal weiter, Leute. Hier seht ihr den nächsten Cheeseburger. Ja, Cheeseburger Nummer 3 in dem Fall. Boah, Digga, so langsam kickt's rein. Let's go, Freunde. Vielleicht hole ich mir gleich noch ein Energy, damit ich mit Kohlensäure das gut runterkriege noch. Mhm. Noch schmecken sie auch. Beim dritten schmeckt's noch irgendwie. Okay, die 1 blinkt. Mal schauen, was es sein wird. Also das ist der dritte Cheeseburger, Digga. Wir drücken schon mal auf. Let's go. Oh. Also einer Nachlieferung ist noch entscheidend auf jeden Fall, ob wir quasi den nächsten Cheeseburger essen müssen. Die nächste 1 blinkt. Und der Cheeseburger Nummer 3. Cheeseburger Nummer 4, Leute. Digga, ich muss so langsam sagen, bin ich schon gesättigt. Ey, wirklich. Und wir widmen uns auf jeden Fall Cheeseburger Nummer 4. Boah, ich sag ehrlich, also der vierte. Auf den vierten habe ich deutlich weniger Lust nochmal als auf den dritten. Aber der Cheeseburger ist am Start, Leute, der nächste. Mashallah. Ey, so langsam kickt's anders rein, Leute. Okay, auf jeden Fall. Erstmal kurz beruhigen. Mhm. Erstmal kurz vorbereiten auf den Cheeseburger. Und let's go. Mhm. Das ist so ungesund, was ich hier mache. Oh mein Gott, mal. Aber, Leute, wir machen weiter mit dem Opening. Wow. Einmal dazugekommen hier. Und? Oh mein Gott. Okay, Leute. Also Devil, 1 von 2. Also wenn der nächste wieder nicht legendär ist, muss ich nochmal einen Cheeseburger dann essen. Junge, da droppen die ganze Zeit so Sachen aus diesen Burgern raus. Ich muss gefühlt danach alles durchputzen. What the hell, Mann? Den nächsten Brawler müssen wir nochmal uns angucken. Okay. Okay, 6 verbleibende. Bitte.
Bitte legendärer. Dann muss ich nur noch den essen. Mann! Oh, Digga, ich platze gleich, no joke. Ich hab erst einen epischen gezogen, Junge. Der nächste Cheeseburger ist auf jeden Fall gegessen. So, Freunde, der nächste Cheeseburger. Also der Counter müsste jetzt bei 4 sein. Also wenn das dann der 5, wenn ich den gegessen habe, ist der bei 5 der Counter. Ey, also so langsam, sag ich ehrlich, Freunde, so langsam wird mir auch so ein bisschen übel schon. Bitte. Warum? Ey, Freunde, no joke, Mann. Boah, Digga. So langsam komme ich echt so an meine Grenzen, Digga. Also einen Brawler müssen wir noch ziehen, ja. Wenn der legendär ist, muss ich keinen weiteren Burger essen. Wenn der nächste Brawler jetzt legendär wird. Wir haben immerhin noch keinen mythischen aufgezogen. Hä, wieso ist die Chance sogar gedroppt, Digga? Wir hatten nicht mal einen mythischen. Welche haben wir jetzt überhaupt schon gezogen? Okay, Freunde. Oh Mann, bitte. Oh. Oh, Digga. Digga, ich krieg den kaum noch runter, Mann. WTF, Digga. Okay, Freunde, der 5. ist weg. Letzte Box, Gale nochmal, Digga. Okay, wir sind gerade sehr schlecht sogar. Wir laden nochmal 950 Gems auf. Okay, Freunde. Cheeseburger Nummer 6. Ich sag ehrlich, gerade ist grenzwertig. Gerade ist wirklich grenzwertig, Digga. Cheeseburger Nummer 6. Also Counter ist bei 6 dann. Boah, Digga, Mann. Boah, 6 verbleibende, bitte. Digga. Oh mein Gott, Mann. Come on. Oh. Mann! Der Account gönnt absolut gar nicht, Mann. Gönn. Aha! Jetzt verbleiben wir. Aha. Oh mein Gott. Digga, mir geht's gar nicht gut gerade. Mir ist echt schlecht. No joke. Mir ist sehr, sehr schlecht gerade. Das Ding ist, ich esse halt auch nicht so viel normalerweise, Leute. Bin jetzt auch nicht so der am breitesten gebaute Mensch. Okay, Freunde, noch eine Big Box haben wir hier noch. Die nehmen wir nochmal mit. Ja. Aber Leute, ich muss ehrlich sein. Das ist Cheeseburger Nummer 6. Ich hätte gedacht, ich schaffe wirklich mehr, aber ich muss das abbrechen an der Stelle. Sonst, ja, eskaliert es hier komplett. Boah, mir ist so schlecht. Oh mein Gott, mir ist so schlecht. Boah. Mal kurz an die frische Luft. 21 Brawler, wir hatten keinen legendären. Okay, Leute, ich bin gescheitert. Das Experiment ist an der Stelle gescheitert. Hier rotes X, tut mir leid auf jeden Fall. Aber, ja, noch weiter übertreiben wäre auf jeden Fall dumm. Natürlich die anderen Cheeseburger, keine Sorge, Freunde, die werden noch gegessen. Keine Sorge deswegen. Lasst ein Like da, wir sehen uns. Ciao, ciao.